Guten Tag. Hören Sie mich? Ja. Hören die mich? Ja. Wenn Sie mich hören, aber nicht sehen, ist alles in Ordnung. Mein Name ist Karl Ferdinand Braun und ich bin der Erfinder der nach mir benannten Röhre. Ich habe damit, das darf ich in aller gebotenen Bescheidenheit behaupten, den Weg für eine der prägendsten Erfindungen der Menschheit bereitet. Den Fernsehapparat. Was? Sie sehen dich immer noch nicht. Ach so, ja, Entschuldigung, Sie können mich ja immer noch nicht sehen. Einen Augenblick bitte. Das hier ist das sichtbare Ergebnis meiner Kathodenstrahlröhre. Aus diesem Punkt lassen sich Linien zeichnen. Und in letzter Konsequenz ein Bild. Ein bewegtes Bild. Vielen Dank übrigens auch an Fritz Schröter für seine famose Idee des Zeilensprungverfahrens. Doch, eins nach dem anderen. Wie funktioniert denn jetzt überhaupt so eine Kathodenstrahlröhre? Hier drinnen, in diesem Glaszylinder, herrscht ein Vakuum. Ja, und am schmaleren Ende befindet sich eine Glühkathode, die an eine Hochleistungsquelle angeschlossen Elektronen abfeuert. Diese abgefeuerten Elektronen passieren dann eine nachgeschaltete Anode, die Elektronen beschleunigt und wie durch eine Lochblende als dünner Elektronenstrahl abfeuert und diese dann hier auftreffen. Ja, und weil dieser Bildschirm mit einem besonderen Material beschichtet ist, entsteht dieser Leuchtfleck. Durch unterschiedliche starke Ladung lässt sich die Helligkeit dieses Leuchtflecks regulieren. Soweit, so gut. Doch wie lässt sich jetzt dieser Leuchtfleck räumlich verändern? Hierfür benutze ich ein einfaches Magnetfeld. Ja, dieses wird von sogenannten Ablenkplatten erzeugt, die der Elektronenstrahl passiert. Es gibt zwei horizontale und zwei vertikale Ablenkplatten. So kann jeder beliebige Punkt auf dem Bildschirm erreicht und als Bildpunkt dargestellt werden. Mittels dieser Technologie haben dann mir nachfolgende Kollegen nacheinander und zeilenweise Bilder aufgebaut. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun gebe ich weiter an meinen geschätzten Kollegen Otto Lehmann. Vielen Dank, Karl Ferdinand. Wo fange ich denn da jetzt am besten an? Also, ich bin quasi der Nachfahre des Kollegen Braun. Also nicht wirklich, sondern gewissermaßen. Also in der Anwendung unserer Forschungsgebiete. Genau genommen sind wir ja sogar Zeitgenossen. Also dass meine Arbeit auf dem Feld der Flüssigkristallforschung einmal dabei helfen würde, die Braunsche Röhre abzulösen. Also das hätten wir uns doch beide nicht im Entferntesten träumen lassen. Oder? Nicht wahr, Karl Ferdinand? Doch der Reihe nach. Mein Name ist Otto Lehmann und ich bin, also war, ein deutscher Physiker. Das hier ist mein Lebenswerk und das hier ist der Teil, den Sie kennen und lieben. Ein LCD-Monitor. Also genauso wenig wie Braun den Röhrenfernseher erfunden hat, habe ich den Flachbildschirm erfunden. Aber auch ich habe entscheidende Vorarbeit geliefert. Ich habe eigentlich Zeit meines Lebens mit kristallinen Substanzen mich beschäftigt. Bei meinen Forschungen mit Jodsilber entdeckte ich, dass diese je nach Temperatur neben den Aggregatzuständen fest und flüssig noch einen dritten Zwischenzustand besitzen. Also neben dem Jodsilber gab es noch andere kristalline Substanzen, die identische Verhaltensweisen aufwiesen. Ich entdeckte und beschrieb über 100 verschiedene Stoffe, die unter anderem eine starke Doppelbrechung unter dem Polarisationsmikroskop aufzeigten. War das jetzt wieder zu kompliziert?
Absolut. Darf ich? Otto Lehmann schuf sich sein eigenes Forschungsfeld in der Physik und forschte es, Zeit seines Lebens, komplett aus. Das kann wirklich nicht jeder von sich behaupten. Naja, unglücklicherweise gab es dann auch fast 70 Jahre niemanden, der mit der Lehmannschen Kristallanalyse praktische Anwendungen ableiten konnte. Bis dann Anfang der 1970er Jahre der Chemiekonzern La Roche gemeinsam mit dem Elektronikkonzern Brown Bowie die erste Flüssigkristallanzeige, kurz LCD, präsentierte. Also, vereinfacht gesagt, werden dabei mittels elektronischer Spannungen verschiedene Zustände der von Lehmann erforschten kristallinen Substanzen erzeugt. Diese beeinflussen die Lichtbrechungen und damit lassen sich dann ganz einfach Hell- und Dunkelkontraste erzeugen. Inzwischen ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, wie Sie mit eigenen Augen sehen können. Ist doch absolut bravourös. Interessante Randnotiz. Am Physikalischen Institut der Technischen Hochschule Karlsruhe trat ich die direkte Nachfolge von Heinrich Hertz an. Der also, wenn man ja so will, mit seiner Übertragung von Radiowellen gewissermaßen der dritte Musketier der Unterhaltungselektronik neben Braun und mir ist. Na gut, das war jetzt wirklich ein wenig weit hergeholt. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.